Ich begrüße euch zum nächsten Teil meiner Fahrhilfen-Testserie hier aus F1 2020. Der Sinn dieser Serie soll sein, zu vergleichen, inwieweit man mit einer gewissen Fahrhilfe schneller oder langsamer ist als ohne diese Fahrhilfe. Und das Video letztes Mal, was ich euch jetzt oben rechts nochmal in der Infokarte verlinkt habe, da habe ich ja das automatische Getriebe mit dem manuellen Getriebe verglichen. Und was dabei rausgekommen ist, das hat ja wirklich viele von euch auch super krass verwundert. Und ich bekam auch viele Kommentare darunter, die gesagt haben, ja, hey, krass, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, aber probier das Ganze nochmal auf einer Strecke, wo du ein bisschen mehr Schaltvorgänge pro Runde hast, wo du gegebenenfalls halt auch mal ein Shortshift machen musst oder zwei, drei Shortshifts pro Runde. Da wurden zum Beispiel die Strecken Österreich als Beispiel genannt oder vielleicht auch Singapur. Und ich kann die Einwände von euch da durchaus nachvollziehen. Ich sag mal, Silverstone ist natürlich eine Strecke, die in erster Linie von einer ja, schnellen Kurveneinfahrt lebt. Und ich sag mal, die klassischen schwierigen Beschleunigungszonen hier in Silverstone hast du im Grunde genommen nicht. Deshalb hatte ich einigen von euch auch schon auf eure Kommentare geantwortet und gesagt, dass ich das in Zukunft auch nochmal auf einer Strecke mit mehr Schaltvorgängen oder sagen wir mal generell einer anderen Streckencharakteristik testen werde als Silverstone, damit wir wirklich da auch ein ja, reliables Ergebnis vorliegen haben und das wirklich nicht nur auf eine Strecke zuzuspitzen ist, denn es kann natürlich immer mal sein, dass so eine Strecke wie Silverstone einfach ja, sehr automatikfreundlich ist, in Anführungszeichen. Und wir wollen hier bei unseren Tests natürlich eine möglichst exakte Aussage treffen können, wie, wann, wo, was schneller ist. So, das Ganze werde ich dann vielleicht auch nochmal im Regen testen, sodass wir wirklich dann nochmal eine Trocken-zu-Regen-Abgrenzung haben und da eine genauere Aussage treffen können. Das hatten auch einige von euch letztes Mal in den Kommentaren geschrieben und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, falls euch solche Experimentier-Test-Videos gefallen sollten, falls euch sowas Spaß macht, dann lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, um mir das zu zeigen und gegebenenfalls ein Abo, falls ihr neu sein solltet auf dem Kanal und dem Kanal hier ein bisschen Support gönnen möchtet, ist natürlich alles freiwillig, aber würde mich natürlich mega freuen. So, und ihr habt es wahrscheinlich schon am Videotitel gesehen, heute werden wir die Traktionskontrolle Mittel gegen die Traktionskontrolle Aus vergleichen. Das Ganze tun wir wieder in meinem selbst definierten Testszenario, und zwar im Trainingsmodus von Silverstone, Streckenbegrenzung streng, wolkenlos, Haas auf gleichrangig, wir nehmen 10,4 Runden Sprit mit, fahren dann eine Outlap auf Mager und dann im letzten Sektor schalte ich auf Fett, lasse das Fettgemisch die ganzen 5 Runden auf Fett, sodass da keine Ungenauigkeiten entstehen können und außerdem werde ich das ERS niemals berühren und nur in den vorgeschriebenen DRS-Zonen das DRS aktivieren. Und dass ich für meine beiden 5 Runden-Stints, einmal auf Traktionskontrolle aus, was wir hier gerade sehen, und einmal mit Traktionskontrolle Mittel, die gleichen Settings bzw. das gleiche Setup wähle, ist natürlich selbsterklärend. Ansonsten würde das Ganze ja hier überhaupt keinen Sinn machen. So, die Leute, die letztes Mal schon dabei gewesen sind, die denken sich jetzt hier vielleicht, hä, warum zeigt er mir denn jetzt nochmal den gleichen Stint, den wir letztes Mal bei Automatik gegen manuell gesehen haben? Und ich kann euch beruhigen, nein, das ist nicht der gleiche Stint, den ihr letztes Mal gesehen habt. Das ist nämlich ein Stint, den ich danach nochmal gemacht habe, einfach um zu gucken, ob ich vielleicht mich einfach noch hätte ein bisschen steigern können von den Zeiten, weil ich einfach so krank geflasht davon war, dass das verdammte Automatikgetriebe einfach meine Zeiten auf manuell gematcht hat, ja. Wir erinnern uns, das waren ja wirklich nur Tausendstel Abweichungen und das hat einer ziemlich gut auch zusammengefasst in seinem Kommentar. Das sind einfach nur Messungenauigkeiten, ja. Das ist einfach, wenn du dann einfach mal eine Kurve oder zwei Kurven nicht so perfekt triffst wie in der anderen Runde. Also im Grunde genommen waren die Zeiten exakt identisch. So, und jetzt habt ihr gerade an meinem zweiten Stint, der unabhängig vom ersten Stint im letzten Video gewesen ist, gesehen. Ich bin wieder bei der 27.0, 26.9 hängen geblieben und die beiden ungültigen Rundenzeiten am Ende, da bin ich dann in die 26.8 gekommen, aber die waren halt auch ungültig. Und da muss ich wirklich sagen, die wurden an einer Stelle ungültig gemacht, da wo man auch Zeit gewinnen kann. Deswegen würde ich sagen, wäre das auch wieder eine 26.9, vielleicht eine 27.0 gewesen. Von daher, kein Unterschied bedeutet für mich an dieser Stelle, ich kann mich zeitentechnisch nicht steigern. So, aber jetzt schlägt wieder mal die Stunde der Wahrheit, denn jetzt werden wir gucken, wie wir den 5-Runden-Stint auf Traktionskontrolle Mittel absolvieren werden. Und ich sag mal, die Schwierigkeit aus meiner Perspektive ist an der Stelle natürlich, dass ich darauf geeicht bin, ohne Traktionskontrolle Gas zu geben. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Ich werde mich in diesem Video bemühen, so früh wie möglich aufs Gas zu treten, auch wenn mein Gehirn etwas anderes sagen würde. Wie wir jetzt hier gerade an dieser Stelle zum Beispiel in der ersten Runde sehen können, eine ungültige Rundenzeit an einer Stelle, wo ich vorher mit Traktionskontrolle aus noch kein einziges Mal eine ungültige Rundenzeit gesammelt habe. Weder im ersten Video noch im ersten Stint auf Traktionskontrolle aus hier in diesem Video.
Jetzt schauen wir noch mal, wo die Zeit nach dem zweiten Sektor stehen bleibt. So, erstmal Maggots und Beckett. Das hat ja mit Traktionskontrolle aus immer wunderbar geklappt. Ist jetzt auch nicht die Stelle, da wo man wirklich super auf die Traktionskontrolle achten muss. Und auch hier kann ich die Kurve sehr schön durchfahren. Die Zeit bleibt stehen bei einer 1,34 nach der zweiten Sektorenmessung. Das ist in Ordnung, aber jetzt geht es hier in die langgezogene Rechtskurve. Da, ja, haben wir vielleicht rechts ein bisschen den Scheitelpunkt verpasst. Aber schauen wir doch einfach mal, wo die Zeit stehen bleibt jetzt hier am Ende der Runde. Habt ihr gerade gehört, der Motor war so leicht am Stocken, ist immer ein Indikator dafür, dass die Traktionskontrolle mittel eingegriffen hat. Und die erste Rundenzeit bleibt stehen bei einer 1,27,3, die jetzt gerade oben links nicht angezeigt wird, weil ich ja eben hier an dieser Stelle zu weit rausgekommen bin. Jetzt hört mal hin. Habt ihr das gehört? So circa beim Übergang vom dritten zum vierten Gang hat die Traktionskontrolle mittel eingegriffen. Wieder, der Motor war am Stocken. Und ja, jetzt schauen wir noch mal, wo die Zeit nach der zweiten Sektorenmessung stehen bleibt. Wir sehen oben links, obwohl die Rundenzeit jetzt gültig ist, sind wir gerade mal einen Wimpernschlag schneller als bei der ungültigen Rundenzeit eine Runde zuvor. Und das, obwohl ich der Meinung gewesen bin, dass das ein bisschen Zeit gekostet hätte. Dafür jetzt hier zu weit rechts über den Abweiser gefahren. Wieder eine ungültige Rundenzeit. Und das ist jetzt schon relativ untypisch, wenn wir das mal mit meinen Stints auf Traktionskontrolle aus vergleichen. Denn auf Traktionskontrolle aus habe ich innerhalb von 10 gezeiteten Runden nicht einmal die Streckenbegrenze überschritten an der Stelle, beziehungsweise an den Stellen, wo mir das jetzt hier mit Traktionskontrolle mittel passiert ist. Und ich werde euch gleich auch nochmal meine persönliche Empfindung dazu auflösen, beziehungsweise nennen. Jetzt haben wir gerade erstmal gesehen, die zweite gezeitete Runde 1,27,2, eine hohe 1,27,2. Ich meine, auch wenn sie ungültig gewesen ist, das war jetzt keine Stelle, die wirklich viel Zeit gekostet hat, meiner Meinung nach. Eher hat die Stelle in der Runde zuvor Zeit gekostet, aber auch hier, wir sehen, wir kommen nicht schneller aus Turn 4 raus als in den beiden Runden zuvor. Wir sind im rot unterlegten Delta und jetzt, ja, kommen wir einigermaßen gut um die letzte Kurve von Maggots und Beckett auf die lange Hangar-Straight und da gewinnen wir dann mal knapp eine Zehntelsekunde im Vergleich zur Runde zuvor, weil ich die Kurve einfach nicht gut durchfahren hatte und mir da auch die ungültige Rundenzeit gesammelt habe. Und jetzt geht es in den letzten Teil der Runde rein. Wir sind circa bei plus minus null. Oben links sehen wir es am Abstand. Dritter Gang. Ja, und auch da haben wir jetzt wieder am Ende ganz, ganz leicht gehört. Wer genau hingehört hat, der wird es gehört haben. Die Traktionskontrolle hat eingegriffen und wir sind wieder bei unserer 1,27,3. So, und jetzt wollen wir nochmal genau hinhören. Ich finde, hier hat man es jetzt nochmal ganz deutlich gehört. Es gab zwei Stellen, wo die Traktionskontrolle mittel eingegriffen hat. Und ich glaube, es ist wichtig, euch an dieser Stelle mal zu erzählen oder zu erklären, was im Grunde genommen da passiert in dem Moment, wo die Traktionskontrolle mittel eingreift. Ich sag mal, sie greift dann ein, wenn das Spiel meint, das Fahrzeug würde sich wegspinnen, weil du halt zu viel Gas geben würdest. Das ist ja im ersten Moment auch gut, denn das hilft natürlich vielen Leuten, das Fahrzeug einfach auf der Strecke zu halten. Was ihr aber nicht bedenkt ist, wenn ihr die Traktionskontrolle aus habt, dann habt ihr vielleicht in dem Moment nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Gas rauszunehmen, um das Fahrzeug zu stabilisieren oder vielleicht sogar gegebenenfalls auf dem Gaspedal zu bleiben und das Fahrzeug dann durch eine kleine Gegenlenkbewegung halt abzufangen. Der große Unterschied ist einfach, dass bei Traktionskontrolle aus das Spiel nicht eingreift, um dich künstlich abzubremsen, so wie wir das jetzt hier gerade schon mehrmals gehört haben. Immer dann, wenn der Motor am Stocken ist, passiert im Grunde genommen nichts anderes, wie dass das Spiel auf die Leistung der Hinterräder eingreift und diese ein bisschen drosselt, sodass du dich quasi nicht wegdrehst. So, hier jetzt nochmal eine sehr interessante Zeitlupenstudie. Wieder ungültige Rundenzeit in der letzten Runde. Wieder, das Fahrzeug hat einfach einen Ticken zu hart gedrückt und dann bin ich halt über diese goldene Grenze von F1 2020 gekommen und dann war die Rundenzeit halt ungültig. Am Ende bleibt die Zeit stehen bei einer 1,27,5. Und ja, ich war gerade live dabei, ihr habt alle Rundenzeiten gesehen, jetzt schauen wir uns die nochmal im Detail an. Wir sehen 1,27,3, 1,27,2, 1,27,3, eine 3 und am Ende nochmal eine 5, die vielleicht auch hätte eine 3 sein können. Ich habe versucht, so schnell wie möglich zu fahren mit Traktionskontrolle im Mittel. Ich habe versucht, die Traktionskontrolle auszukosten, versucht, mein Gehirn umzupolen auf früher Gas geben, um Traktionskontrolle zu spüren. Und ich habe euch mehrere Stellen in diesem Video gezeigt, wo die Traktionskontrolle merklich eingegriffen hat. Und ich denke, anhand der Zeiten können wir deutlich festhalten, dass ich nicht in der Lage gewesen bin, mit Traktionskontrolle mittel meine Zeiten auf Traktionskontrolle auszumatchen. Als groben Richtwert können wir da festhalten, pro Sektor eine Zehntelsekunde bis anderthalb Zehntelsekunden langsamer als mit Traktionskontrolle aus.
Und da kommen wir zu dem Punkt, den ich euch eben schon mal kurz angeteasert habe, warum das meiner Meinung nach so ist. Und ich glaube einfach, in dem Moment, wo die Traktionskontrolle eingreift und dich künstlich verlangsamt, verlierst du einfach im Vergleich zum Fahren ohne der Traktionskontrolle Zeit. Vorausgesetzt, du kannst es natürlich kontrollieren. Ihr wisst, ich gehe komplett unvoreingenommen an diese Videos heran. Ich versuche selbst für mich herauszufinden, wie der Zeitenunterschied ist. Und ich kann euch auf Grundlage meiner Tests mit Traktionskontrolle mittels sagen, dass ich wirklich, jetzt no joke, das Gefühl hatte, das Fahrzeug ist schwerer in den Kurven, es schiebt mehr über die Vorderachse. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum ich an seltsamen Stellen eine ungültige Rundenzeit gesammelt habe, weil das Handling sich einfach auch dadurch minimal verändert hat. Klar, wenn du mehr Untersteuern hast, musst du natürlich in den Kurven auch mehr Speed rausnehmen und darauf war ich einfach nicht eingestellt. So, und damit sind wir auch mal wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses heutige Video Spaß gemacht. Ich hoffe, es war aufschlussreich für euch. Falls dem so ist, zeigt das doch gerne durch einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet, wie eure persönlichen Erfahrungen sind. Würde mich brennend interessieren. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr neu sein solltet und weitere Videos in Zukunft hier auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sage ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein.